Ja, hallo zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mit einem Anwendungstipp. Wie wechsle ich an einer Tischkreissäge eigentlich ein Sägeblatt? Auf was muss ich da Acht geben? Welche Reinigungsarbeiten kann ich damit noch gleich erledigen? Wie bekomme ich das Blatt auch sauber? Und so weiter. Gleich nach dem Intro geht's los. So, wie gesagt, zeige ich euch heute mal den Sägeblattausbau in Verbindung mit einigen Reinigungsarbeiten, die man dabei gleich erledigen kann. Hier an meiner GTS 10XC, die die meisten von euch kennen sollten. Wir fangen damit an, einmal die obere Spanhaube abzunehmen. Einfach den Riegel hier lösen, abdrehen. Was ganz wichtig dabei ist, vergewissert euch, dass der Stecker nicht in der Steckdose ist. Nicht, dass die Maschine durch irgendwas aus Versehen in Betrieb gesetzt wird. Eigentlich ist das ja nicht möglich, da der Einschaltknopf hier abgedeckt ist, aber wer weiß. So, dann als nächstes müssen wir die Einlegeplatte heraushebeln. Das machen wir hier mit so einem flachen Schraubendreher. Nehmen die Platte raus, legen die zur Seite. Dann kurbeln wir unser Sägeblatt ganz nach oben. Dann liefern die meisten Hersteller einen passenden Schlüssel dazu, der direkt auf die Schraube am Sägeblatt passt. So, das Problem, was dabei ist, wenn wir jetzt drehen würden, würde sich das Sägeblatt mitdrehen. Und das sind auch die Fragen, die ihr mir gestellt habt. Wie kriege ich dieses Sägeblatt denn nun festgehalten? Manche sind auf die Idee gekommen, die legen hier vorne noch was zwischen die Zähne, dass sich das nicht bewegen kann. Das ist natürlich Blödsinn. Wir haben hier an der Stelle einen kleinen Arretierungshebel. Den ziehen wir nach oben, drehen das Sägeblatt etwas, bis dieser ganz oben einrastet und sehen dann, das Sägeblatt ist fest. So, ich nehme immer gern einen vernünftigen Schraubenschlüssel zur Hand, der liegt mir irgendwie besser in der Hand. Um das Sägeblatt nun raushebeln zu können bzw. zu entnehmen, halten wir hier einmal die Arretierung fest, setzen unseren Schraubenschlüssel an und lösen die Schraube. Dabei müssen wir dann aufpassen, dass wenn die Schraube gelöst ist, dass uns diese nicht nach unten abhaut. Deswegen lasst euch ein bisschen Zeit dabei. Ihr seht, das Sägeblatt löst sich schon. So sieht die Schraube aus. Dann nehmen wir die Halterung. Wie ich schon beim Kappsägen-Video gesagt habe, ist es wichtig, dass diese Scheibe immer sehr, sehr sauber ist. Das heißt, die muss absolut plan sein. Da darf kein Stückchen Holz oder Sandkorn oder sonstiges zwischen sein, weil wenn ihr das mit einer kleinen Erhebung anzieht am Sägeblatt, dann fängt die Scheibe bei den hohen Drehzahlen an zu schwingen und im schlimmsten Fall zerstört ihr damit dann euer Werkstück, weil das Sägeblatt dann taumelt. Gut, wir legen uns das Ganze hier hin. Ihr seht, das sieht von beiden Seiten einigermaßen gleich aus. Kann man also beim Einbau nichts verkehrt machen. Jetzt nehmen wir das Sägeblatt raus. Und ihr seht auch hier, die Zähne sind mit vielen Rückständen versehen. Das ist Harz, was auch in USB-Platten und sonstiges einfach noch mit drin ist. Holz ist nun mal Holz. Und das setzt sich auf den Zähnen ab. Der Nachteil ist dann dabei, die Zähne bremsen, sind nicht mehr ganz so scharf, wie sie eigentlich sein sollen. Und das Schnittbild verändert sich dann damit dann zum Negativen.
verlinke euch unten in der Videobeschreibung ein Video, wie ihr dieses Sägeblatt günstig und schnell und einwandfrei sauber bekommt. In meinem Fall mache ich das mit Grillreiniger. Wie gesagt, schaut euch das Video dazu auch nochmal an. Vielleicht könnt ihr den einen oder anderen Tipp da nochmal abgewinnen. So, wir nehmen das Gegenstück von der Schraubverbindung nochmal raus. Machen das auch sauber. Und in umgekehrter Reihenfolge könnten wir jetzt ein neues Sägeblatt einfach wieder einbauen. Jetzt, wo ihr das Sägeblatt allerdings schon mal raus habt, könnt ihr hier, ich zeige euch das hier mal von näherem, so sieht das aus, so sieht das bei anderen Sägen in der Regel auch aus. Unten ist so eine kleine Fangschale drin. Da bei mir die Absaugung sehr, sehr gut funktioniert, da ich die Säge ein bisschen umgebaut habe, das werde ich euch in einem anderen Video auch nochmal zeigen. Seht ihr, da sind gar keine Rückstände drin. Ansonsten könntet ihr hier mit einem Fugenaufsatz, mit einem normalen Staubsauger, die gibt es auch sehr, sehr lang und flexibel, einfach eintauchen und unten die letzten Krümel etc. raussaugen. Das werde ich hier mal mit Druckluft gleich mal machen, weil bei mir wirklich nicht viel zum Absaugen ist, wie ihr seht. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr öfters diesen Spaltkeil hoch und runter zieht, in diesem Hoch- und Runter-Ziehgetriebe möchte ich es nennen, immer mal ein bisschen Sägespäne. Ihr könnt den Spaltkeil ausbauen, indem ihr einfach diese beiden Schrauben hier oben löst. Dann könnt ihr den ganzen Spaltkeil nach oben rausziehen. Der läuft hier auf so einer kleinen Führungsschiene. So, ihr seht das hier. Sammelt sich eine Menge Unrat an. Das puste ich in meinem Fall jetzt einmal aus. Das reicht bei mir hin. Wenn das bei euch stärker verschmutzt ist oder ihr den Spaltkeil nicht mehr einfach hoch und runter bekommt oder vielleicht nicht mehr in die End- oder in die beiden Endpositionen bewegen könnt, dann müsst ihr das Ding mal abbauen und mal gründlich auspinseln und die Sägespäne entfernen. So, ich puste das jetzt mal schnell aus und dann bauen wir das Sägeblatt wieder ein, wenn es gereinigt ist. Ich mache das jetzt einfach hier mal mit einer Druckpistole. So, so reicht mir das jetzt schon hin. Und wir sehen uns wieder, wenn das Sägeblatt gereinigt ist. So, nachdem ich jetzt das Sägeblatt gereinigt habe, blitzt und glänzt es wieder. Man merkt auch tatsächlich, dass es jetzt nicht mehr stoppt. Können wir das Sägeblatt jetzt wieder einbauen. Dazu gehen wir einfach in der umgekehrten Reihenfolge wieder vor, gucken dann, dass wir unser Sägeblatt eingesetzt bekommen. Wir müssen auch hier ganz besonders darauf achten, dass hier ist so eine kleine Erhöhung. Und diese Erhöhung muss genau in das Loch des Sägeblatts einrasten. Es darf unter keinen Umständen so montiert werden. Ist sicherlich ein bisschen Fummelarbeit, aber geht nur so. Also nochmal drauf das Ganze. Wir müssen natürlich auch gucken, dass das Sägeblatt in die richtige Richtung läuft.
führen das Loch ein, nehmen dann unsere Konterscheibe. Grüße an Philipp Konter dabei. Nehmen dann unsere Mutter. Ich glaube ja nicht, dass der Philipp Konter diese Konterscheiben irgendwann mal erfunden hat, aber man lernt nie aus. So, jetzt noch die Mutter ansetzen. So, das ist ein bisschen fummelig, die ganze Geschichte, aber lässt sich, wie gesagt, auch nicht vermeiden. Ziehen das Ganze handfest an, sodass die Scheibe oder das Sägeblatt nicht doch noch aus dem Lochkranz rutscht. Ziehen dann wieder unsere Arretierung an. Kann jetzt auch nicht funktionieren. Nehmen unseren 24er Schlüssel und gehen diesmal in entgegengesetzte Richtung. So, passt dabei auf, dass ihr nicht hier vorne ansetzt und dann, wenn ihr abrutscht, hier euch die Finger aufschlitzt oder ähnliches, sondern setzt ruhig weit hinten an, hinter dem Sägeblatt, und drückt dann das Ganze nach unten. Das ist wesentlich sicherer. Lasst dann die Konterung los. Probiert einmal den sauberen Lauf. Dabei könnt ihr über den Spaltkeil einmal wie Kimme und Korn zielen. Kimme ist in dem Fall das Sägeblatt und Korn ist der Spaltkeil. Wenn beides parallel zueinander läuft, macht mal eine oder zwei Umdrehungen, dann ist alles korrekt. Wir können den Spaltkeil nun wieder einfahren. Jetzt müssen wir noch unsere Einlegeplatte wieder draufsetzen. Die wird einfach eingerastet. Wir montieren dann auf dem Spaltkeil unsere Spanhaube, ziehen die auch wieder fest und können dann unser Sägeblatt wieder auf die gewünschte Höhe einstellen. Ja, das war's dazu. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie man eine GTS 10XC von innen reinigt. Bei mir gab es jetzt in dem Fall nicht viel zu reinigen. Wie schon gesagt, habe ich da die Absaugung im Wesentlichen etwas verbessert, sodass nicht mehr viel liegen bleibt. Aber dennoch ist von Zeit zu Zeit mal ein Ausblasen mit Pressluft oder Absaugen mit irgendwie einer Fugenbürste oder sowas angesagt. Und vor allen Dingen wollte ich das Sägeblatt jetzt auch mal von Harz befreien. Also hat sich alles in einem Zuge angeboten. Ja, wenn ihr mehr solche Anwendungsvideos sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare, lasst mir einen Daumen hoch da. Schön wäre es auch, wenn ihr den Kanal abonniert. Vergesst dabei nicht, die Glocke zu drücken, dass ihr dann auch Informationen bekommt, wenn ein neues Video online geht. Und ich sage erstmal tschüss, bis zum nächsten Video mit euch.